Check this out. The street says Lenny gave Kane the brush off and cut some kind of deal with Vasquez. As to where Lenny's getting rained on, I got zip. But if we don't find his sorry ass, Kane and Vasquez are gonna square up, and Chicago streets are gonna run blood red. So what's your next play, Tanner? Follow the Cuba lead. Lenny needs protection from Kane, and back to Vasquez is the only place he can go. He's gotta be heading for Havana. Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Nice and easy. Von Driver 2. Wir sind mittlerweile in Havanna angekommen. Hang back. Ja. Die nächste Folgungsmission wartet hier auf uns. Ich habe gerade noch ein bisschen den Grafik bzw. in die Dateien oben geschrieben. Das Ganze ist mal auf 1080p hochgeschraubt. Ich habe das Gefühl, es sieht tatsächlich ein bisschen schärfer aus als vorher. Vorher waren es nur 720. Hang back. Ups, das war knapp. Ach, du fährst hier durch, okay. Squeeze up. Bin dran. Squeeze up. Na, das könnte es hart werden. Squeeze up. Ja. Okay, wieso musst du denn da mitten durchfahren? Just tail this guy. Nice and easy. Okay, also, es wird hier alles schwieriger. Ja, ich habe schon einen Eindruck, es sieht deutlich besser aus. Das wird aber in dem Ding super stressig, weil wir dann nicht wirklich viel Platz zu manövrieren haben. Mal gucken. Hang back. Ja gut, aber es geht. Alles klar. Ja, ein bisschen aufpassen, dann passt's. Ja, du hast eine sehr seltsame, gute Kollege. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Du bleibst rechts. Wie viel haben wir noch? 40 Sekunden.
Squeeze up. Ja, ich habe hier Verkehr wieder im Weg. Das passt schon. Hang back. So, 17 Sekunden. Ja, komm. Solange es nicht irgendwelche komischen Manöver führt, sollte das jetzt passen. Hang back. Cool. Cool, dann geht's weiter. We're moving out tomorrow. It's not enough time, señor. If Vasquez says it's enough time, it's enough time. All trucks in 48 hours. There's too many. It ain't gonna break my heart to get you replaced, you scab piece of filth. I'm the one around here who's making this happen. So you better start showing me some respect, you hear? When you're through, you and your men leave with Rosanna Soto. And I swear, Kane's gonna bleed. He said he was getting me out of here. Vasquez said he was getting me out. Rossman pumps 12 gauges, steel tips, plastic, man. Hey, man, those trucks are fragile. So hook this bucket, Tanner. Don't wreck it. And watch for the escorts. If this is heading for Kane, that explains the docks in the warehouse. They make Vasquez's outfit look legit, ready to squeeze Kane out of Chicago. Chicago, or Vegas, or both. We won't know till they meet up with this Rosanna Soto. Look, I'll get what I can on her and Lenny. But I gotta feed you as many leads on these shipments as you can handle. Okay. Keep them coming, Jones. Okay. Tja, dann schauen wir, ob wir den kriegen. Du fährst hier wahrscheinlich. Ich werde genervt, hab eine Verfolgungsmission und muss sie noch entführen. Mhm. Autsch. Nee. Wie gesagt, ein Fehler, du kannst es gerade wieder vergessen. Ja. Das ist, wäre schon ohne den Typen zu schwer oder schwer genug. Ah, jetzt fährst du mal geradeaus. Ist halt immer genau da, was im Weg, wo ich hinfahren will.
Ich frage mich, ob es hier jetzt auch wieder reicht, einfach nur hinterher zu fahren. Also sprich, müssen wir einfach nur die 4 Minuten lang dranbleiben. Na, nächstes sind wir auch den Dings gerade losgeworden. Das ist ja gut. Hör auf, irgendwo hängen zu bleiben, Bahn. Gut, da kannst du mal ein bisschen Schaden verursachen. Okay, du willst hier weiterfahren. Zu viel Zeug im Weg. Bitteschön. So, die hat schon mal gesessen. Das war eine schöne Handbremsentour. Ich frage jetzt auch, wie weit wir ihn jetzt runterfahren müssten. Ich muss glaube ich hier echt ein bisschen mehr mit der Handbremse fahren und halt hoffen, dass ich nicht überall hängen bleibe. Das hat jetzt hier super wertvolle Sekunden gekostet. Ja. Ein geführtes Anschieben. Gut, das war erfolgreich. Das war schon mal sehr erfolgreich. Nachteil, wir haben immer noch den Escort hinter uns. Das ist die Escorte. Aber das Fahren klappt gerade schon mal etwas besser. Wir haben halt echt schon mal ordentlich Schaden machen können. Autsch. Wieso ist eigentlich die Zeit jetzt so brutal runtergegangen? Weil wir dem Schaden gemacht haben? Okay, rechts abbiegen ist absolute Scheiße. Das war knapp. Der Vorteil, der Wagen ist kaputt. Nachteil, ich werde so sehr abgelenkt und abgeschoben, abgedrängt, dass ich halt nicht mehr daherkomme. Ich muss gucken, ob ich den vielleicht nochmal triggern kann, dass er gerade ausfährt. Rechts ist eine absolut beschissene Strecke hier. Ne. Du hast halt absolut keine Zeit für Fehler. Das ist das, was mich eigentlich am meisten stört. Ah, okay, wenn er hier rüber fährt, kürzt der ab.
Ja, alles klar. Gut, dann versuche ich jetzt dran zu bleiben. Tatsächlich. Komm. Kürzt ja auch schon relativ komisch ab. Einmal weggedreht und das war's. Das ist echt übel. Das ist echt übel. So. Das scheint echt super random in dieser Zeit zu sein. Sag mal, es ist 4 Minuten. Es kann auch nicht sein, dass ich bei einem Unfall diese Mission schon gescheitert habe. Wie gesagt, am Anfang dachte ich, das mit den Zeitlimit wäre angenehmer. Oder wäre vergebender, aber. Ja, das kann ich jetzt wieder vergessen, ne? Aber ein Fehler und du bist komplett raus aus der Mission. Schaffst du nicht mal die Zeit hier ablaufen zu lassen, um zu gucken, was passiert. So, 3 Minuten. Würde, glaube ich, in der Folgenlänge passen. Aber wie gesagt, die Chancen, dass ich das schaffe, gehen leider gegen Null. Mhm. Es wäre halt ohne den Aufpasserwagen schon schwer genug. Gut, es ist deswegen die kürzere Strecke. Fährst du ihn? Okay, der Wagen ist allerdings noch fit, der Verfolger. Ah, okay, die Ecke kenne ich jetzt ja auch schon. Dann kommt es jetzt gleich zur... Hör auf, mich hier wegzuschleudern. Bitte. Ich möchte doch endlich mal diese Mission schaffen. Ich schätze mal, werde ich schon früher Cheats einsetzen, so wie das hier aussieht. Das sind halt einfach viel zu viele Fehlversuche für meinen Geschmack. Ja, jetzt ist auch hier die Länge. Ja. Lange Session, ich häng fest. Gut, hat ja keinen Sinn mehr, das jetzt noch in die Folge zu packen. Von daher versuchen wir beim nächsten Mal nochmal. Ich denke, wenn ich dann nochmal 2-3 Mal scheitere, dann... Aber das bringt mir halt Gottmodus auch nichts. Ist ja nicht, dass ich irgendwie... Ich werde halt die anderen irgendwie aufgehalten und ausgebremst. Ich komme ja dem nicht näher. Es ist nicht, dass der Wagen kaputt geht. Aber ja. Mal schauen. Nächste Folge geht's hoffentlich besser. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Dankeschön und ciao, ciao.